Bonjour tout le monde. Guten Tag alle zusammen. Ich freue mich wieder hier zu sein für das frische Manna. Das Thema heute ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist das wichtigste Thema überhaupt für uns als Christen. Und es geht um Gebet. Gebet ist manchmal vernachlässigt, weil die Leute nicht gelernt haben zu beten. Und ich möchte kurz heute ein paar Schritte und ein paar Anhaltspunkte euch weitergeben, um euch zu helfen zu beten. Manche glauben, es ist eine Pflicht, aber das Ziel vom Gebet ist Beziehung. Ich wiederhole, das Ziel vom Gebet ist Beziehung mit Gott. Und Beziehung bedeutet nicht nur reden, Beziehung bedeutet auch hören. Und es gibt einen Bibelvers, wie ich sehr mag, der sagt, die wir auf den Herrn warten, die erneuern ihre Kraft. Und das ist so stark. Und manchmal ist das, was ich beobachtet habe bei manchen Christen leider, sie warten nicht. Manchmal kommen wir zu Gott mit unseren Problemen, mit unseren Schwierigkeiten. Und das ist nicht schlecht. Wir können alles ablegen bei ihm ans Kreuz. Alles ablegen. Und dann, die Leute sagen ihre ganzen Probleme. Und dann sagen sie, okay, gehen sie wieder weg vom Gebet. Und Gott wollte gerade reden in dem Moment und Leute sind wieder weg. Aber das Ziel, wie gesagt, ist Gemeinschaft mit Gott. Und Gemeinschaft bedeutet reden, aber es bedeutet auch hören. Und für uns ist es wichtig zu lernen, das hörende Gebet. Das bedeutet, wir kommen zu Gott, alle Last geben wir ab, aber manchmal unsere Seele spinnt noch, unsere Gedanken sind noch irgendwo anders. Und dann muss man lernen, in die Ruhe hineinzukommen. Und in diese Ruhe dann zu warten, dass Gott zu uns spricht. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie uns helfen können. Zum Beispiel durch das Wort Gottes. Das ist manchmal vernachlässigt im Gebet. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Teil auch, wie man benutzen kann, das Wort Gottes im Gebet. Weil man kommt zu Gott, lädt alles ab. Und dann, indem dass man die Bibel liest, kann man sich fokalisieren. Kann man einen Fokus haben und anfangen zu denken an, was wir lesen. Und dann den Heiligen Geist zu fragen, okay, gib mir Offenbarung und sprich zu mir. Oder sogar manchmal, was ich mache, ich sage, okay Gott, zeig mir, was du möchtest, dass ich lese. Und dann führt mich Gott in einem Psalm oder irgendwo in die Bibel. Und das ist genau, was mich anspricht, ist genau oft eine Antwort für meinen heutigen Tag oder die Frage, wie ich hatte. Und das ist so wichtig, beten mit die Bibel. Aber wie gesagt, der erste Punkt ist, zu Gott zu kommen, einen Ruheort zu finden. Das Telefon ist aus, wo man nicht gestört wird, wo man Ruhe hat mit Gott. Und dann ladet man alles ab. Und dann kann man auch in Zungen beten zum Beispiel, bis die Seele in die Ruhe hineinkommt. Und dann einfach warten auf Gott, dass Gott zu uns spricht. Und das kann manchmal 5 Minuten sein, manchmal eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde. Manchmal kann es länger dauern, aber es ist wichtig für uns zu verstehen, es ist nie eine verlorene Zeit. Weil wenn Gott zu uns spricht und wir sind im Frieden, haben wir Klarheit in unseren Gedanken. Manchmal sagt uns Gott, tu dies, tu zell, ich habe das geplant. Und das hilft uns, in unseren Tag hineinzugehen. Deswegen ist es wichtig zu beten am Morgen, wenn wir aufstehen. Und auch am Abend, wo die ganzen Sorgen da sind, vom Tag vielleicht, oder die ganze Schwierigkeit oder die ganzen Umstände, wie wir gehabt haben, und wieder alles ablege bei Gott und wieder diesen selben Prozess anzufangen, in die Ruhe Gottes hineinzugehen, wo Gott zu uns spricht. Gott ist ein sprechender Gott. Und Gott will zu uns reden. Meine Schafe, höre meine Stimme. Gott will mit uns Gemeinschaft. Das ist ein Hauptziel von Gott, einer von den Hauptgründen, warum Gott uns errettet hat. Er ist dein Vater und er will Gemeinschaft mit seinen Kindern. Ich hoffe, das hat euch gesegnet und das hat euch ermutigt, weiter zu beten. Weiter der gute Kampf des Glaubens, weil Gebet hat es auch mit Glaube zu tun. Glaube, dass Gott zu uns spricht. Ich hoffe, das hat euch ermutigt. Es gibt eine Bibelschule, es gibt Bücher, es gibt CD auf unserer Seite. Ich will euch nur ermutigen, euch das zu besorgen. Es wird euch helfen, es wird euch stärken in ihren christlichen Lauf.
seid alle reichlich gesegnet. Danke, dass ihr das frische Manna hört. Danke auch fürs Teilen, Facebook und so weiter, damit viele Leute gesegnet werden. Ich wünsche euch alle eine gesegnete Woche. Gott liebt euch. Amen.